Willst du auch was? Nee, aus deiner Flasche ist doch voll eklig. Na gut. Ach komm, ja. Komm doch mal vorne. Wie nach vorne? Ja, hier zu mir. Hier, durch, zu dir. Ja. Okay. Das ist so gewollt, ne? Ey, nicht gucken, ja? Ach, Scheiße. Das ist doch einfach außen rumgehen können. Arsch. Du weißt, dass ich da arbeite, wo dein Freund arbeitet? Ja. Findet euch ganz cool. Also die Jungs, die nicht im Büro sind. Hm. Dann weißt du also auch von den Entlassungen. Was? Welche Entlassung? Ja, also. Wir hätten heute Nacht arbeiten müssen. Aber es lief nichts. Ich glaube, wir sind am Arsch. Ja? Ja, ich glaube, Jens weiß, wie sehr wir am Arsch sind. Das habe ich nicht gewusst. Also, ist jetzt nicht seine Schuld oder sowas, aber er weiß halt was. Er ist halt der Büroarsch. Ja. Der Büroarsch, das ist er. Was hältst du davon? Hm? Entlassung. Keine Ahnung. Ich meine, ich bin noch nicht entlassen worden. Ich denke mal, es ist scheiße. Sag mal, hast du noch Zigaretten? Ich habe keine mehr. Nee, ich rauch nicht. Dein Höschen aus. Was? Dein Höschen, zieh's aus. Hey, ich vögel nicht mit dir, ja? Ich auch nicht mit dir. Ich will doch nur, dass du dein Höschen ausziehst. Warum? So halt. Wenn du fragst, dann machst du es doch eh. Magst du Jens? Ja. Er ist mein Freund. Willst du mich küssen? Ja. Kann ich machen? Dich küssen? Das, Mann. War doch kein Problem, oder? Mich küssen. Glaubst du, mein Kumpel kann auch, wenn er Bock hat? Arsch. Hey, hat dir jemand Bock? Du bist so ein Wichser. Weißt du, die Leute glauben, sie wissen Bescheid über mich. Wenn so Leute wie du. Aber einen Scheiß wissen die.
Mich schauen die Leute auch an. Und denken. Sie wissen Bescheid. Tun sie aber nicht. Doch. Doch, bei dir weiß man Bescheid. Herr. Eben, du hast mir gerade dein Höschen gegeben. Wie krass ist das denn? Getragene Höschen, weißt du, wie viel Geld man da verdienen kann? Deswegen kriegst du nicht.